Der Oliver Künzli arbeitet hier im Kaffeehaus St. Gallen. Er hat sich aus gesundheitlichen Gründen umschulen müssen. Dabei ist er durch Zufall zum Job im Kaffeehaus gekommen. Während der Umschulung hier reingelaufen zum als Gast. Und dann doch immer wieder gekommen und so ins Gespräch gekommen und haben sie gesucht. Also so mal für ein paar Stunden als Barista. Und dann habe ich dort mal als hinter der Theke geschaut, wie das ist. Und dann haben wir beide, der Gallus und ich, gefunden, irgendetwas muss noch weiter sein. Ich wollte nicht weiter Richtung Barista, also mit noch mehr Verzierungen oder so Sachen oder halt noch mehr dort vertiefen, sondern eher einen Schritt retour, also vor dem Kaffee, den man rauslässt, sondern eben mit Bohnen und dann ist das Rösten reingekommen. Es ist für mich halt ein Handwerk. Durch die neue Arbeit ist der Oliver Künzli viel auf dabei. Darum ist für ihn ein bequemer Schuh unumgänglich. Der Kibbutz erfüllt all seine höheren Erwartungen. Es ist für den Komfort und so, ich kann es eigentlich vergleichen mit dem Kaffee. Also, wo wir auch haben, wir sind auch nicht Billigprodukte, also schnell röstig oder so, sondern wir lassen uns Zeit. Also, so zwischen 15 und 20 Minuten sind unsere Röstungen. Also, das heisst, es sind Langröstungen. Dementsprechend braucht das mehr Energie, also mehr Kosten. Und auch beim Einkauf schauen wir, dass wir gute Qualität holen, auch Fairtrade oder Bio, halt, wenn es geht. Oder mehrheitlich haben wir es jetzt und das macht es mir schon auch, ist mir schon sinnvoll, also dass man eigentlich auch von der Qualität und vom Schuh her für mich, also muss auch immer stimmen, also es ist nicht so, dass er günstig muss sein, sondern eben auch für mich Preis, Qualität, da darf das eigentlich schon auch ausdrücken, also dass der Preis höher ist, wenn Qualität dazu stimmt, ja. Und nicht nur Qualität stimmt, sondern auch das außergewöhnliche Gefühl im speziellen Schuh. Also für mich war es sowieso luftig. Also wenn ich drauf gestanden bin, habe ich das Gefühl, dass du so auf einer Moosdecke. Also so luftig Moos, also so das Weiche, das nachgibt, aber nicht absackt, sondern halt nachgibt und doch stützt. Und halt einfach angenehm, leicht zum Laufen, ja. Ein bequemes Gefühl, das sich auf den ganzen Körper auswirkt. Ich habe das Gefühl, ich stehe aufrechter, wenn ich diese Schuhe habe. Und es ist, ich habe auch das Gefühl, die Muskeln haben sich ein bisschen mehr ausgebildet, also Feinheiten der Muskeln, habe ich das Gefühl, dass sie von den Reaktionen der Muskeln schneller da sind, wenn ich mich bewege, wieder wenn sie vorne. Also sie haben schon eine Kräftigung gespürt von den Schuhen her, ja. Für den Oliver Künzli ist der Kibbutz ein richtiges Trainingsgerät, das er in seinen Arbeitsalltag integrieren kann. Ich kann es nicht den ganzen Tag anhaben, aber für zwischendrin immer wieder zum Wechseln. Es entlastet mich extrem, also das ist schon so, dass ich das, was ich habe, das ist operiert, dort kann man eigentlich nicht viel machen, aber doch die Muskeln, die weniger beansprucht werden vom ganzen System her oder feiner beansprucht werden, habe ich viel weniger Schmerzen und Entspannung durch da, durch die Schuhe, ja, das ist schon okay. Ein Gesundheitsschuh, der seinem Namen gerecht wird und erst noch dezent aussieht. Wenn ich so die ersten Versuche gesehen habe, die es gemacht haben, eben mit dem MPT ursprünglich, das waren riesige Klötze und jetzt sehen sie elegant aus, also sie haben ja noch andere Modelle, Rockwilone, wo ich war. Und ja, das sind wirklich sportliche Schuhe geworden, also auch vom Aussehen her. Ja. Also mir gefallen es, sie können sich auch immer weiterentwickeln. Also ja, ich finde es sehr gut hier, ja. Das Design passt fürs Auge, die weich elastische Sohle nimmt einem die Schmerzen und lässt einen bequem durch den Alltag gehen. Ein Gesamtpaket, das stimmt und ein Genuss fast wie ein Kaffee aus dem Kaffeehaus St. Gallen.